Hallöchen, Leute, und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe inzwischen vom Gaming-Frühstück. Einen wunderschönen guten Morgen für alle, die morgens einschalten, und einen wunderschönen guten Tag für alle, die zu einer anderen Tageszeit gucken. Weiß man ja immer nicht. Ja, wir sind heute in der gleichen Konstellation anwesend wie letztes Mal auch. Der liebe Lightcatcher ist nochmal dabei. Hallöchen. Guten Morgen, Hallöchen. Ja. It's a me, Lighty. Ja, wieder einmal. Wie wir letzte Woche ja schon angekündigt hatten, ist das jetzt noch die Aufnahme vom letzten Mal und halt einfach eine Woche später, damit wir auf ein anderes Thema noch schön eingehen können und nur, dass ihr euch nicht wundert, dass ich nochmal das gleiche anhab und alles nochmal, alles genauso aussieht. Ja, ich würde sagen, wir kümmern uns dann mal um unser neues Thema. Das neue Thema, ja. Und zwar erstmal die Elder Scrolls Online. Wuhu! Ja, wir sind ja beide ziemlich begeisterte, vor allem Skyrim-Spieler. Jo. Und die Elder Scrolls Online hat ja jetzt einen schönen großen Artikel in der GameStar bekommen. Aber hallo. Ein Preview-Artikel. Ich halte ihn gerade in die Kamera übrigens. Und was für einen positiven Artikel auch. Also ich bin ja auch begeisterter GameStar-Leser, aber es gibt doch immer wieder angesprochene Kritikpunkte und was weiß ich. Aber alter Verwalter, die haben das Spiel aber echt in den Himmel gelobt. Und ich bin sehr gespannt, wenn das wirklich so wird, wie der Artikel hoffen lässt. Oh ja, oh ja, oh ja. Also ich bin ja auch, also ich mag die GameStar auch sehr, sehr gerne, ist meine Lieblings-Gaming-Zeitschrift. Definitiv. Also ich habe zum Beispiel die PC-Games auch mal ausprobiert, aber die GameStar, die überzeugt, weiß mich einfach auch vom Herzblut her einfach am meisten zu überzeugen. Und ich habe halt den Artikel auch gelesen und ich muss sagen, das klingt alles sehr, sehr positiv. Als ich das bei Twitter habe verlauten lassen, von wegen, Elder Scrolls Online wird sehr interessant. Da durfte ich mir gleich von einigen Leuten anhören, oh, jetzt hypst du das schon und so. Und wart doch lieber erstmal ab, wie das überhaupt wird. Ich bin noch total skeptisch und bla bla bla. Ich hype hier übrigens gar nichts. Wollte ich sagen, nur weil du schreibst, es ist interessant, daraus gleich wieder zu sagen, du hypst es. Ich habe halt extra diese Wortwahl getroffen. Es wird interessant und nicht, das wird total mega geil. Ne? Richtig, genau. Ich meine, es wird interessant, damit sage ich aus. Es wird auf jeden Fall ein Blick wert sein und es wird es macht halt einfach Lust auf mehr, dieser Artikel, dass man halt sich fragt, okay, wie spielt es sich? Genau. Aber da gibt es jetzt so viele Sachen, worauf man da eingehen könnte. Wo fängt man da jetzt an? ja, gute Frage. Wo fängt man an? Ja, erstmal bei der Tatsache, ne, es ist das erste Online-Spiel im Elder Scrolls-Universum. Oh ja. Tamriel Online. Beziehungsweise ja nicht ganz Tamriel, zumindest nicht von ganz, Anfang nein, an. Nicht ganz, nein, 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 nein. Aber zumindest schon mal, zumindest schon mal größer als Oblivion, denn in Cyrodiil, oder wenn man jetzt die neue Skyrim-Aussprache Cyrodiil nimmt, je nachdem, in Oblivion war es ja noch Cyrodiil. Und in Skyrim sind sie dann auf die Betonung mit den zwei I gegangen. Wobei, geschrieben wird's, ja, bitte? Weil mich das ein bisschen mehr, das gefällt mir sogar besser, die neue Betonung, weil das andere klingt mir zu sehr nach Krokodil. Ja, nee, finde ich im Übrigen auch besser. Da hat ja das, was einige vielleicht nicht wissen, eine große deutsche Community, nämlich die vom ShareSoft-Portal, die haben ja aktiv an der deutschen Synchronisation mitgearbeitet, nicht als Sprecher, sondern wirklich als Übersetzer. Und da war ja also für Skyrim wirklich die Fan-Community, die eben auch, und das ist der Witz, die wirklich auch in der Lore da so richtig drin sind und da dieses dann witzigerweise auch wirklich deutlich besser in der Lore drin sind, als jetzt von mir aus diejenigen, die für die deutsche Übersetzung zuständig sind. Es ist aber wirklich cool, dass das Bethesda das zugelassen hat, dass die Community so aktiv mit dran wirkt und
Ja, es waren im letzten Endes, muss man also sagen, war es die Community und waren es die Fans, die sich dafür entschieden haben, dass man es Syro die Eel nennt. Finde ich Und super. Also, das ist die ganze Sache. Also, daran merkt man auch. Und ich finde, dass da muss man Bethesda schon loben, wie die halt das bisher auch immer aufgezogen haben, dass sie ihre Fanbase, in Anführungszeichen, mit einbeziehen. Also, das haben sie eigentlich immer schon gemacht. das haben sie immer gemacht und sie waren auch, es waren und die Elder Scrolls-Reihe zumindest ab Morrowind, vorher war das ja technisch noch nicht so drin, aber ab Morrowind auch immer berühmt dafür, ihre Spiele so zu gestalten, dass, sag ich mal, die ganzen Elemente nicht so mordsmäßig verschlüsselt, sondern es war immer so, dass man Unmengen an Mods dafür machen konnte und die Möglichkeit hatte, auch ganz aktiv in das Spiel einzugreifen und dann eben auch Sachen zu verändern. Und zu jedem Spiel gab es dann ja auch immer einen Editor, der dann offiziell rauskam und Construction Kit hieß es dann ja und also extrem geil und es waren, muss man dann ja auch wirklich sagen, die Mods, die diese Spiele über einen langen Zeitraum wirklich am Leben erhalten haben. Ich meine, man muss sich das einfach mal geben. Du kannst auch heute noch immer noch Oblivion im Saturn und im Mediamarkt original verpackt kaufen. Das ist bei einem so alten Titel inzwischen längst keine Selbstverständlichkeit mehr. Und einfach auch, wenn man daran denkt, bei Oblivion, ne, diese große Total Conversion, Nerim, die es, wie ich jetzt vorhin erst festgestellt habe, sogar in den offiziellen Wikipedia-Artikel zu Oblivion geschafft hat. Unfassbar. Ja. Und es ist einfach, es sind die Fans und die Community, die diese Spiele über einen so langen Zeitraum einfach lebendig halten. Ah. Und das finde ich enorm geil. Und dass einfach Bethesda und ZeniMax, dass die so dicht an den Spielern sind. Ja. Und das ist wirklich super. Dass ihnen das auch bewusst ist und dass sie da mitarbeiten. Ich meine, man kann sich auch drüber streiten, was zum Beispiel den Preis anbetrifft, jetzt von Morrowind oder Oblivion, gerade Morrowind ist jetzt über 10 Jahre alt, aber es kostet halt trotzdem noch fast überall 20 € mit beiden Add-ons, sagen wir es jetzt mal so. Aber man muss halt sagen, es ist auch immer noch ein extrem großes Spiel und es wird auch immer noch sehr viel gespielt und es ist einfach noch relevant. Und dann finde ich das absolut in Ordnung, auch wenn das Spiel eben, wenn weiterhin die Möglichkeit besteht, da weiter modtechnisch dran zu arbeiten, das rechtfertigt auch den Preis irgendwo. Und Ja, wobei natürlich 20 € happig ist, aber es ist in Ordnung. Ich habe es mir jetzt ja. neulich geholt, deswegen sage ich das. Ja. Ja, gut, also es ist in der Modding-Community der Elder Scrolls-Spiele bin ich ja auch nach wie vor sehr aktiv. Natürlich als Synchronsprecher. Ich bin jetzt nicht derjenige, der selber Mods programmiert, sondern ich stelle mich dann immer als Sprecher zur Verfügung. Ich habe einmal halt für Skyrim habe ich ja dieses Sunglare-Ding gemacht, um einfach die Sonnenlichteffekte zu verbessern. Aber das war auch mein einziges, wo ich mich in eine andere Richtung gewagt habe. Aber worauf ich jetzt hinaus wollte, ist, man muss schon sagen, jetzt modding-technisch läuft beim Morrowind jetzt in der Community nicht mehr so viel. Das liegt aber einfach daran, dass es so alt ist und dass natürlich jetzt mit Skyrim, obwohl das ja 11.11.2011 kam es ja raus. Auch schon wieder ein bisschen her ist, aber das ist natürlich jetzt, da ist die Community jetzt aktuell am Ja, stärksten. klar, Und also natürlich. Morrowind ist da, sage ich jetzt mal, community-technisch ziemlich eingeschlafen. Aber das ist aber auch okay. Wobei ich jetzt gerade schon auch an dieses Modpack denken muss, wo ich jetzt auch neulich, da hatte ich dir ja neulich erzählt, wo schon noch Leute auch Mods sammeln und dann eben so das so ein bisschen aufrechterhalten, dadurch, dass sie dann eben so Complete Packs, Modpacks rausbringen. Und da wird übrigens auch noch geupdatet und optimiert und dass das Ganze halt optisch einfach noch ein bisschen aufgemotzter aussieht und ein bisschen zeitgemäßer wirkt. Genau. Da erinnere ich mich jetzt zum Beispiel dran. Und was man auch sagen muss, Daggerfall, habe ich ja jetzt mal reingeschaut, ist kostenlos verfügbar, haben sie komplett frei zur Verfügung gestellt auf der Webseite Ach, Bethesda.
Das ist ja gut, weil die beiden ersten, also Arena und Daggerfall, habe ich selber nie gespielt. Und der Daggerfall, das war ja wirklich, also der optische Sprung zwischen Daggerfall und Morrowind wäre ja auch riesig, weil Daggerfall, muss man ja sagen, sieht eigentlich aus wie das erste Doom. Ja, es ist halt Pseudo-3D. Naja, genau. Es ist schon 3D irgendwo, aber es ist halt schon. Irgendwo auch wieder nicht, weil die Figuren eigentlich wieder 2D sind und dann Ja, genau. drehen die sich immer mit der Kamera mit, dass du sie halt immer von vorne siehst und naja, dieser. Ja, wobei da finde ich jetzt besonders schwierig eher das Kampfsystem, was die größte Barriere eigentlich hat und also aufbaut, dass man das überhaupt nochmal spielt, weil das finde ich echt schwierig. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Nur nochmal, um nochmal klarzustellen, dass sie durchaus bereit sind, auch die alten Spiele kostenlos zur Verfügung zu stellen. Auch da gibt es Complete Mod Packs, wo man eben zum Beispiel das Ganze mit einem kompletten DOS-Box-Wrapper runterladen kann, weil das Spiel war ja nun mal für DOS programmiert, dass man das einfach zack, eine Excel hat und sofort starten kann. Normalerweise braucht man dafür ja DOSBox und da gibt es halt auch Modder, die sich da engagiert haben, dass das halt schön barrierefrei und einfach zu spielen ist. Das finde ich halt auch super und ja. Doch, Ja, also. wieder einmal eben die Community, die da sehr aktiv ist. Und das ist super. Und ich bin sehr gespannt, um da wieder mal zurückzukommen zu Elder Scrolls Online jetzt. Wie das Ja, Ganze im Online-Kontext dann aussehen wird. genau. Und auch wie da die Community jetzt, weil klar ist natürlich, für ein Online-Spiel kannst du jetzt keine Quest-Mods Nee. machen. Das geht jetzt nicht mehr. Völlig richtig. Keine Quest-Mods, keine geskripteten Sachen, einfach nichts, was in die Spielmechanik eingreift. Es ist, Genau. das fällt alles weg. Das Einzige, was man da noch machen kann, ist eben, Entschuldigung, muss gerade aufstoßen, es sind dann eben optische Sachen, ne, die weiterhin möglich sein können. Wo ich auch sicher, relativ sicher bin, dass sie das auch weiterhin zulassen werden. Ich nehme es an, also ich beschäftige mich ja seit einiger Zeit sehr stark mit dem ENB-System von Bordes Volonsov und das ist ja genial, ist einfach so genial und da habe ich ja wirklich ganz lange und aktiv gearbeitet an einer ENB für Skyrim und die im Übrigen auch sehr gut aussieht bei Guild Wars 2. Da weiß ich von der Hannibal, dass die jetzt auch für Guild Wars benutzt, meine ENB. Und die dürfte wohl auch funktionieren mit Elder Scrolls Online, bin mir ziemlich sicher. Ja, da bin ich mal gespannt, wie das aussehen wird, auch optisch das Spiel. Also wenn man so die Screenshots sieht, es sieht schon interessant aus, es sieht aber auch etwas anders aus. Also es ist Ja. farbiger als Skyrim, auf jeden Fall, also bunter. Ja. Was aber auch ein bisschen vielleicht damit zu tun hat, dass natürlich auch da Welten dargestellt werden, die natürlich nicht ganz so trist und nordisch sind, wie Skyrim nun mal ist. Eben, wie Es schon geht in gesagt, Wüstenwelten und so und. genau. Man kann, wie schon gesagt, durch ganz Cyrodiil und noch mehr. Ganz genau. Ja, ich kann ja mal kurz die Kamera ein bisschen, wenn das überhaupt geht, wahrscheinlich nicht, hier auf das Heft noch mal kurz, dass man noch mal ein paar Screenshots sieht. Bisschen schwierig jetzt, aber also es sieht auf jeden Fall alles etwas farbiger aus. Hat Moment. aber es hat auch sicherlich mit dem Genre zu tun, weil Online-Rollenspiele sind eigentlich immer irgendwie bunt. MMOs sind da optisch immer schon irgendwie knalliger gewesen als Singleplayer-Games, finde ich jetzt. Aber es ist wahrscheinlich ein Trend, den WoW einfach gesetzt hat. Vielleicht, ja. Das ist sowieso so eine Frage. Ne? WoW hat ja einen riesen Einfluss einfach immer noch Ja. auf das Online-Genre, weil sie nun mal letzten Endes, sie waren zwar nicht die ersten, die Online-Rollenspiele gemacht haben, aber sie waren auf jeden Fall die ersten, die das so groß aufgezogen haben und das Ich Genre glaube, groß gemacht haben. nach wie vor immer noch die erfolgreichsten. Ja. Also von der Spielerzahl her ist es, glaube ich, inzwischen sogar so, dass ich weiß es gar nicht. Ich habe gerade ein bisschen League of Legends im Kopf. Weil die haben da durchaus Konkurrenzfähigkeit, was die Spielerzahl angeht. Klar, ist auch ein Free-to-Play-Titel, Wobei aber man da, genau. ist auch Aber da kein muss. Online-Rollenspiel. Also.
Ja, aber da muss man auch sagen, es ist tatsächlich irgendwie jetzt die Livestream-Szene, die irgendwie dafür sorgt, dass LOL so beliebt ist. Ja, das haben sie ja von Anfang an aufgebaut, da die Livestream. Livestream, yeah! Alter. Die Livestream-Szene. Stream-Szene, ja genau, Ja. voll der Zungenbrecher, ey. Und ja, also da, wobei, ne, also es ist wohl so, dass das WoW jetzt von der reinen Spielerzahl her nicht mehr alleine steht. Ich glaube, das wird auch in Zukunft, weiß ich nicht, ob das nochmal zu toppen ist, aber ich meine, die Spielerschaft wird ja auch immer größer noch und bin gespannt, ob es da nochmal sowas Dito. Großes gibt. Dito. Ja. Ja, genau. Also es ist. Ich hatte ja anfangs ein bisschen Sorge bei Elder Scrolls Online, dass sie zum Beispiel eventuell das Level-System an die klassischen Online-Rollenspiele anpassen. Ja. Dass es halt wirklich normal einfach XP gibt, also Erfahrungspunkte und Erfahrungspunkte. einfach diese Level. Leiste und dass man halt einfach aufsteigt mit Quests erfüllen. Das hört sich ja hier nicht so an. Also es hört sich so an, als würden sie ihrer Linie treu bleiben. Genau, also fand ich jetzt schon mal sehr interessant, dass es wohl so sein wird wie bei Oblivion, dass du Fertigkeiten durch das Benutzen der Fertigkeit verbesserst. Also kämpfst du viel mit dem Schwert, verbesserst du deine Fertigkeit im Schwertkampf. Ganz genau. Blockst du viel, verbesserst du deine Fertigkeit in der Schildverteidigung und so weiter und so weiter. Da weiß ich jetzt allerdings gerade nicht, ob das immer schon so war. Ich glaube schon. Also es war auf jeden Fall bei Oblivion so und bei Skyrim Ist es auch im so? Prinzip ja auch so, wobei es da tatsächlich, also es gibt auch schon Unterschiede zwischen Oblivion und Skyrim, aber ja, im Morrowind kann ich jetzt, muss man nämlich dazu sagen, ich habe mich viel mit Morrowind beschäftigt, aber es tatsächlich selber nicht gespielt. Also es ist ganz witzig, ich kann doch relativ gut mitreden, wenn es um Morrowind geht, aber ich kann mich da tatsächlich nicht auf eigene Erfahrung berufen. Das kann ich nur bei Oblivion und Skyrim. Ja, bei Morrowind kann ich leider auch nicht so viel mitreden. Ich habe es ja jetzt neulich in meinem Livestream das erste Mal gespielt selber, habe mir teilweise LPs dazu angeguckt und kann jetzt aber über das Kampfsystem an sich auch nicht so viel sagen. Deswegen weiß ich das nicht genau, wie das da war. Aber Ja, ich glaube, das war da auch schon so. ich denke auch, aber bevor ich was Falsches sage, Ja, lasse ich es lieber offen. Also genau, deswegen versuche ich mich da ein bisschen vorsichtig auszudrücken. für sowas sind da dann die User-Kommentare da. Da können Genau. die dann, genau, ne? Da könnt ihr dann reinschreiben, wie das wirklich ist. Ich meine, viele sind ja von Elder Scrolls auch begeistert von dem Universum und haben auch viele Teile gespielt selber. Und ich habe ja auch echt viele, ich kenne viele Experten auf dem Gebiet. Also ich habe auch in meiner, zum Beispiel bei Steam, habe ich so viele Leute drin, die das Spiel unglaublich viel gespielt haben. Ich habe da jemanden im Kopf, der wird jetzt vielleicht auch zuschauen, weil ihn das Thema sehr interessiert. Den Namen nenne ich jetzt nicht, aber der hat halt über 1200 Stunden Skyrim gespielt. Ich gucke gerade nach, wie viel es bei mir sind. Ich glaube 155 oder so. Oder 170. 170 sind es, glaube ich. Ja, kann sein. Elder Scrolls, 176 Stunden sind es Ja. bei mir. Ich habe da neulich Ist mal auch schon reingeschaut. viel. Das ist schon Ja. viel, aber wenn man sich mal überlegt, 1200 Stunden, dann kenne ich noch einen, der hat 600 Stunden. Also das sind natürlich die absoluten Ja. Profis dann, die jeden Trick kennen, jeden Glitch kennen und alles wahrscheinlich auch schon jeden Winkel der Welt und dann natürlich auch einige von denen auch die alten Spiele kennen und die werden dann vielleicht auch sicherlich in den Kommentaren aktiv werden. Ja, bestimmt. Ja, nee, also es lässt auf jeden Fall viel hoffen, dass sie ihrer Linie treu bleiben. Man ist ja immer skeptisch bei Online-Spielen. Viele sind ja auch, haben ja auch die Befürchtung, dass eben durch die nee, oder Adaptierung, durch die ja, Übertragung auf das Online-Genre halt was verloren geht von dem Solo-Spielerlebnis. Ja, das ist eine Sorge, die ich hatte, Ja. weil eigentlich bin ich nicht so der Online-Spieler. Ich bin begeisterter Single-Player-Game-Spieler und Player. ja, genau. Und
Ja, ich bin immer so ein bisschen, bin Rollen, also Online-Spielen stehe ich immer irgendwie skeptisch gegenüber. Ich weiß nicht, ob da jetzt der Rahmen dafür ist, ich kann später erzählen, warum das so ist. Aber der Artikel der GameStar, und ich muss jetzt sagen, ich kann mich tatsächlich bloß auf diesen Artikel berufen, weil die irgendwie, wo ich mich jetzt mit Elder Scrolls Online beschäftigt habe, die einzigen sind, die das so klar formuliert haben. Aber in ihrem Artikel ja doch deutlich schreiben, dass das Spiel eben auch viel für Singleplayer bietet, dass man das gesamte Spiel spielen kann, ohne jetzt wirklich dass Notwendigkeit besteht, dass du irgendwie eine Gilde hast und so weiter. Ja. Also das finde ich erstmal ziemlich gut. Ja, finde ich auch gut. Also klar, es steht auch drin, also sie sagen auch, dass man eben, klar, wer sobald man auf in einer großen Welt mit mehreren Spielern ist, trifft man auch zwangsläufig auf andere Spieler. Aber das ist ja dann auch irgendwo wieder das ist halt dieses zweischneidige Schwert, weil in Rollen, also in Online-Spiel, oder ich meine, weil wenn es jetzt einfach nur Singleplayer ist, dann könnte man auch beim Singleplayer bleiben, denn dann muss man da kein MMO draus machen. Also der Reiz eines MMOs ist ja dann letzten Endes auch der, mit anderen Leuten was zusammen zu Richtig, machen. richtig, Und richtig. das ist jetzt so dieses zweischneidige Schwert. Zum einen finde ich es total super, aber zum anderen, weil wenn man jetzt in dem Artikel eben liest, dass aktuell noch keine großen Raids möglich sind, dass du maximal mit 4 Leuten zusammen jetzt irgendwie durch eine Instanz gehst, da bin ich jetzt wieder, das ist so, ja, keine Ahnung, ne? Das ist so dieses zweischneidige Schwert und ich balanciere da irgendwie gerade oben auf der Spitze und Ja. Ja, ist halt dann auch die Frage, was man halt will und was, wie das umgesetzt ist, wie die Freiheit einem dann da gelassen wird. Klar, ich meine, bisher sind halt keine Raids drin. Und ich glaube, ich weiß auch nicht, ob sie das noch jetzt in naher Zukunft geplant haben. Raids sind ja die großen Sachen, also dass man halt mit vielen Leuten, das heißt, ist ja das steckt ja im Namen, im Wort Raid schon drin, dass man halt mit vielen Leuten quasi ein Gebiet überfällt, sagen wir es mal so. Das weiß ich nicht, ob ich das so schlecht finden soll, dass das bisher nicht drin ist. Es ist halt, ne, wenn man es in kleinen Rahmen halten will, und ich weiß nicht, ob die das vorhaben, dann ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn es erstmal wegbleibt. Allerdings weiß man nicht, wie sie dann das Endgame gestalten wollen. Das ist ja immer auch immer ein großes Thema bei Online-Rollenspielen. Ich meine halt für ein Online-Spiel muss man sagen, sind 4 Leute dann doch Wenig. wenig. Vor allem von Massively Multiplayer-Online-Spiel. Genau, Masse eben. und so. Ja. Richtig, genau. Aber da muss man dann eben fragen, passt das denn zur Welt überhaupt? Würde es zur Welt passen, wenn man so viele Leute um sich rum hat? Ist das nicht ein Atmosphärekiller? Ich meine, gerade gerade Tamriel war bisher immer, ne, man hat immer im Kopf, man streift alleine durch unglaubliche Weiten von Ländern und läuft da rum und erforscht. Und wenn man dann natürlich immer so ein Knäuel an rumhüpfenden Spielern um sich rum hat. Weiß nicht, ob das dann nicht ein bisschen nervig wird, ne? Natürlich. Das. Und auch da ist jetzt wieder dieser super interessante Punkt, denn muss man ja auch ehrlich mal sagen, obwohl ich ein großer Fan von Oblivion und von Skyrim bin und wenn ich Morrowind gespielt hätte, wäre ich es wahrscheinlich auch davon. Aber man muss ehrlich sagen, diese Spiele waren nie berühmt dafür, eine große, epische, langgezogene, dichte, fette Handlungen in der Hauptquest zu erzählen. Nee. Das ging immer, also gerade bei Oblivion, du kannst die Hauptquest in unter 4 Stunden durchspielen. Das ist für ein Rollenspiel. Ah, ich möchte jetzt nicht, ja, eigentlich ist es peinlich, weil wenn ich da an einen Dragon Age denke, wo du trotzdem irgendwie 60 Stunden brauchst, selbst wenn du durchrusht, ne? Ja. Das ist schon ein Unterschied. Aber
das ist der andere Punkt, wo sie immer sehr berühmt dafür waren. Alle Spiele sind eben diese enorme Vielzahl an Nebenquests, ne? Weil machst du einfach mal Oblivion mit allen Nebenquests, bist du ungefähr bei einer geschätzten Spielzeit von 200 Stunden. Ja. Und das muss man sich einfach mal geben. 4 Stunden Hauptquest und 196 Stunden Nebenquests. Alter Verwalter. Und bei Skyrim exponentiell mehr. Ist ja Wahnsinn. Wie schon gesagt, ich habe jetzt meine 176 Stunden und gefühlt habe ich nicht einmal die Hälfte der Nebenquests. Wahrscheinlich habe ich gerade mal ein Drittel aller Nebenquests gemacht. Wenn überhaupt. Es ist unfassbar, wie riesig das einfach ist. Sieht bei mir nicht anders aus. Ja. Und da wird's jetzt wieder sehr interessant eigentlich für ein Online-Spiel, weil wofür kennt man MMOs? Natürlich dafür, dass du eigentlich immer hauptsächlich Nebenquests hast. Auch Online-Spiele haben einen großen Rahmenfaden, aber da es nun mal Spiele sind, die auf Endlos-Spielen ausgelegt sind, kannst du da haupthandlungsmäßig nicht irgendwie so großartige Sachen machen. Nein, Online-Spiele sind hauptsächlich eigentlich auch das Lösen von Nebenquests. Ja. Und das passt jetzt ja. Und da muss man sagen, passt einfach die gesamte Elder Scrolls-Reihe eigentlich sehr gut in diesen Online-Rahmen. Ja, definitiv. Also das habe ich auch gedacht. Also es ist schon alleine die Sache eben, dass man einfach durch die Welt läuft und auch wechseln kann zwischen den Quests. Also ich meine, das sind alles kurze, knackige Questreihen, die man da hat. Also zumindest in Skyrim. Ich meine, klar gibt es auch längere Questreihen, aber auch die sind halt irgendwann zu Ende. Und man hat die dann abgeschlossen und kann dann woanders weitermachen und oder auch wechseln zwischen den Questreihen. Und das sind halt auch so Sachen, das wie du schon sagtest, das passt einfach wie Arsch auf Eimer zu Online-Rollenspiel, weil man eben in dieser großen Welt sich bewegt und auch Anreiz hat, die Welten zu wechseln und mal hier mal zu gucken, mal da zu gucken, dann auch Verschachtelungen zuzulassen, dass man halt sagt, okay, jetzt habe ich in der Welt was gemacht, dass das jetzt irgendwie so ein bisschen beeinflusst, wie ich in der anderen Welt halt die und die Quest mache und oder dann muss ich da mal hin, weil ich das und das als Material brauche oder was auch immer. Also das passt einfach super dazu. Und ich bin gespannt, wie sich das dann letzten Endes anfühlen wird. Denn auch ich bin, bei was Online-Spiele angeht, übersättigt. Also ich, was heißt auch ich, bist ja von Anfang an eher nicht so der Fan davon. Ich habe, wenn ich ehrlich bin, nur ein einziges Online-Rollenspiel bisher wirklich aktiv selber gezockt und das ist nicht einmal ein gutes. Ja. Es war, wen's interessiert, es war Cabal Online. Mhm. Okay, habe ich nie gespielt. Also, und ich habe halt ziemlich lange, ziemlich aktiv und ziemlich intensiv World of Warcraft gespielt, ohne jemals da jetzt sozial verarmt zu werden oder so. Es war einfach nur so, dass ich es halt gerne gespielt habe in meiner Freizeit und viel gelevelt habe, fast alle Quests kenne. Ich habe halt weniger dieses Raid-mäßige mit Gilden gemacht, sondern ich habe sehr, sehr viel auch Singleplayer betrieben. Und ich bin dem klassischen Rollenspiel da, Online-Rollenspiel, ein bisschen über. Ich habe da keine Lust mehr drauf. Immer dieses Hochleveln und dann Tasten drücken und das ist einfach, weiß nicht, dieses Ausrüstung sammeln und immer vergleichen mit anderen und so, ja. Genau, da hat sich ja Guild Wars 2 schon sehr positiv von abgehoben und es ist auch eins von allen aktuellen Online-Spielen, das ist wirklich das, was mich am ehesten reizt und das ist so lustig eigentlich. Ganz oft, wenn wir skypen, vor allem früher, als das Spiel neu war, hast du ja immer wieder versucht, ey Leiti, du musst das unbedingt mal spielen. Und jedes Mal, wenn ich irgendwie bei Hannibal zu Besuch bin oder mit ihr quatsche, dann sagt sie das auch immer. Und meine Freundin, die Dani, die ist, im Prinzip ist sie da auch ganz heiß drauf. Und aber trotzdem ist es irgendwie noch nicht dazu gekommen, weil ich irgendwie immer diese Skepsis habe, es ist ein Online-Spiel, so Elder Scrolls Online ist jetzt wieder so eins, wo echt die Versuchung ganz groß da ist, aber halt auch immer noch so meine
meine persönliche Skepsis. Ich bin echt gespannt. Also, ich weiß auf jeden Fall, dass das ein Spiel ist, wo ich mir jetzt, dass ich mir nicht direkt bei Release kaufen werde. Bei Skyrim, da war das ja so. Es kam raus am 11.11.2011. Und was habe ich gemacht? Ich bin in den Laden gegangen und hab's gekauft. Und der größte Witz war ja dann wirklich der, ich hab's sogar um 11.11 Uhr gekauft. Ach ja, genau. Ja, genau, das ja. war das. Ja. Und es war nicht einmal beabsichtigt. Ich hab den Kassenzettel noch. Ich hab ja dann auch ein Foto davon gemacht. Sehr geil. Vielleicht schicke ich dir den einfach zu, dann kannst du den einblenden. Keine das Ahnung. Cool. Ja, genau. Nee, es ist, keine Ahnung. Also, war einfach, da war ich sofort hinterher. Das musste ich haben und, war auch wirklich einfach saugeil. Jetzt bei Elder Scrolls Online weiß ich jetzt schon, ich werde es definitiv nicht bei Release kaufen. Ich werde warten, bis dann die tatsächlichen Reviews verschiedener Online-Magazine draußen sind und auch dann nochmal der Bericht der GameStar. Also GameStar ist für mich sowieso immer, ich gebe total viel auf die GameStar und auf das, was die so schreiben. Und da bin ich dann sehr gespannt, wie das Deal dann tatsächlich auch wirklich ausfallen wird. Dann werde ich auch noch darauf warten, was Freunde und Bekannte dies dann spielen werden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du es vor mir haben wirst und wahrscheinlich werde ich dann auch relativ viel auf deine Meinung geben. Und je nachdem, wie das dann eben nachher so aussieht, werde ich es mir dann holen oder auch nicht. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, einfach weil ich ein Elder Scrolls Fan bin, die Wahrscheinlichkeit ist schon sehr groß. Aber ja. Ich persönlich werde es mir nicht bei Release holen, sondern da dann wirklich erst einmal gucken, was sagen andere. Ja, also das wird bei mir wahrscheinlich ja nicht passieren. Ich werde wahrscheinlich schon mit, also das wird was sein, was ich mir wahrscheinlich wieder zu Release holen werde. Und ich denke mal, das ist auch ganz, ja, also finde ich ganz dumm, da vielleicht auch mal meiner Meinung ein bisschen zu gucken, weil ich nun mal auch, so wie du ja, Online-Rollenspiele etwas skeptischer sehe. Und ich mir war von Guild Wars am Anfang auch relativ überzeugt, Guild Wars 2. Aber auch das hat mich auf Dauer einfach nicht fesseln können wieder. Und ja, ich bin sehr, 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 sehr kritisch, was Online-Rollenspiele angeht. Und da deswegen bin ich sehr gespannt, ob Elder Scrolls Online es vielleicht schafft, für mich das MMO-Genre nochmal wiederzubeleben. Guild Wars 2 hat es, trotzdem es ein super Spiel ist und auch schon vieles anders macht als die so sonst bekannten Spiele, ist trotzdem nicht geschafft, meine Motivation aufrechtzuerhalten, weil auch einfach die Quests viel zu 0815 sind. Und da hoffe ich, dass Elder Scrolls da ganz andere Geschütze auffährt. Und, aber da bin ich mir jetzt, ja, bin ich mir noch nicht so sicher. Klar, der uns vorliegende GameStar-Artikel sagt ja, dass viele Quests dann aufeinander aufbauen, dass es dann richtige Questreihen werden und auch das interessant, das finde ich ziemlich genial, dass wohl auch Entscheidungen oder so, wie du eine bestimmte Quest löst, dass das Einfluss auf den späteren Verlauf haben wird. Hier im Artikel haben sie geschrieben, dass es mal irgendwie so eine Piratenfrau gibt, der man dann entweder, indem man sie medizinisch versorgt, das Leben retten kann, oder aber, ich glaube, Gift war es, dass man sie auch töten kann. Mhm. Und klar, du kannst sie retten und sie dir damit irgendwie zur Freundin und Verbündeten machen, aber es bedeutet auch, dass sie natürlich später wieder auf Beutezüge gehen wird, womit die Bevölkerung ein Problem hat. Finde ich sehr interessant, dieses Konzept, dass tatsächlich jetzt, weil das kenne ich aus Online-Spielen, glaube ich, bisher nicht, dass Entscheidungen den späteren Spielverlauf beeinflussen. Finde ich extrem gut. Ja. Also habe ich auch noch nicht erlebt, zumindest. Es wurde zwar öfter mal versprochen, aber wirklich umgesetzt wurde es bisher nicht. Leider auch bisher selten in Singleplayer-Spielen wirklich erfolgreich umgesetzt. Also bekannt ist, glaube ich, da wieder die Mass Effect-Reihe dafür. Eben für Entscheidungen, die den Spielverlauf beeinflussen. Ja. Weil sie es angeblich mit dem Ende versaut haben, aber da weiß ich auch nicht, habe ich keine Ahnung. Gut, ich habe bisher nur Mass Effect 1 gespielt und das auch noch lange nicht durch. Ich habe es vor kurzem erst angefangen, weil
Ja, jetzt auch nur deswegen, weil ich ja mit ein paar Leuten von Playmassive jetzt, wir sind ja nach Köln eingeladen worden zur Premiere des Mass Effect Films. Und ja, den habe ich jetzt im Kino gesehen, zusammen mit Amras, Hannibal und Hiyuga und meiner Freundin. Und das hat mich jetzt aber nochmal dazu gebracht, Mass Effect jetzt auch mal auszuprobieren. Und ist schon interessant. Also das ist auf jeden Fall eine Spielereihe jetzt gerade von BioWare, die sehr bekannt ist dafür, eben dass Entscheidungen eine große Rolle spielen. Welches Spiel das ja auch ganz massiv versucht hat. Ich glaube, das war das erste Spiel, also das erste Rollenspiel, das das ja ganz groß in diese Richtung versucht hat, war Fable, das der erste Teil. Mit dieser enormen Spaltung in Richtung Gut und Böse. Wobei das, muss man dann auch sagen, irgendwie dann letzten Endes auch nur eine optische Veränderung war, weil die Quests waren letzten Endes ja doch so ziemlich die gleichen. Also du konntest dann halt, ja, entweder hast du dich der einen Gruppe angeschlossen und dann eine Quest so gelöst oder eine andere, aber es ist wirklich auf den Spielverlauf, dass sich das Ende vom Spiel irgendwie verändert hätte oder so, war das dann nicht. Da war dann Dragon Age tatsächlich wieder besser. Da hat das Spiel ja unterschiedliche, also das Spiel kann ja unterschiedlich enden, obwohl es dann auch wieder bloß in Text erzählt wird. Also es sind keine Zwischensequenzen, sondern verschiedene Texte dann am Ende des Spiels, die dir dann erzählen, wie das Ganze jetzt eben, wie deine Entscheidungen im Spiel jetzt quasi die Welt nachträglich beeinflussen. Aber ist okay, finde ich gut. Und ja, mal gucken, wie das jetzt eben bei Elder Scrolls Online gelingt. Ja, Also. da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Skyrim war da ja eher nicht so was Nö, also Entscheidungen, also. nee, gar nicht. Also klar hast du natürlich wieder Möglichkeiten, theoretisch eine gute oder eine schlechte Lösung, aber das Ende des Spiels ist letzten Endes immer wieder dasselbe. Ja, und auch, Also. ja, auch während, auch du hast ja auch so, klar, ein bisschen Einfluss hast du auf die Welt, aber es ist nicht so, dass du da irgendwie groß was entscheiden könntest. Also klar, du kannst dich zwischen Sturmmänteln und Kaiserlichen entscheiden, Ja. aber, aber das ist ja auch nicht das, sie haben es ja auch nicht angepriesen, dass es sein würde, und dann ist das auch in Ordnung. Was ich halt immer scheiße finde, ist, wenn vorher was total angepriesen wird und dann halt nicht vernünftig umgesetzt, ne? Ja, da gibt's ja einen großen König in der Spielebranche, nämlich Peter Molyneux. Wenn es einen Typen gibt, der große Töne spuckt und irgendwas verspricht, was dann letztendlich doch nicht umgesetzt wird, dann ist es Peter Molyneux, alter Verwalter. Der hat ja, ich will nicht wissen, wie er seinen Ruf, also er ist wirklich, also das ist dann, ich glaube, dafür ist er berühmt. Das ist unfassbar. Das ist halt derjenige, der die Fable 1, 2, 3, Black and White, und so weiter. Und auch gerade immer für Fable, was, wie die da im Vorfeld für die Fable, was da versprochen wurde, dann letztendlich überhaupt nicht gemacht wurde. Oh Mann. Aber gut. Ja. Ja, Peter Molyneux, das ist, also, ja. Wenn man mich fragt, verbinde einen Namen mit nicht eingehaltenen Versprechen, und zwar, jetzt auch über die Gaming-Szene hinaus, einfach international, also in allen Bereichen. Okay. Aber wenn man sagt, gibt es, welchen Namen verbinde ich mit nicht eingehaltenen Versprechen? Da fällt mir Peter Molyneux als erstes ein. Noch vor unseren ganzen Politikern, ernsthaft. Oh Gott. Ja, super toll. Ja, Ja, bei mir ist es ja mittlerweile, ja, bei mir ist ja mittlerweile Gearbox Software auch ganz weit vorne wegen dem Aliens Colonial Marines Thema, aber ja. Auweia, ja, das war ja auch sowas. Ja. Nun ja, Was haben wir denn noch zu Elder Scrolls Online? Genau, das fand ich auch so interessant. Da bin ich auch sehr gespannt, wie das jetzt wird. Das Setting ist ja deutlich vorher jetzt. Also ist dann nicht so, dass das jetzt irgendwie nach Skyrim oder so spielen würde. Nee, was waren das irgendwie 1000 Tausend Jahre Jahre. vor Skyrim und 800 vor Oblivion und Morrowind, ne, so um den Dreh. Das hatten wir vorhin noch recherchiert, ja. Ja, genau. Das ist, finde ich, interessant, dass das jetzt so viel früher ist. Und gibt auch diese drei großen Fraktionen. Da gibt es ja diesen wunderbar geil gemachten Trailer, diesen Cinematic-Trailer. Ja. Jetzt für Elder Scrolls Online. Das war auch das allererste, was ich davon gesehen habe.
Und der fixiert sich ja sehr stark eben auf diese drei Fraktionen, und zwar namentlich genannt einmal das Daggerfall-Abkommen, der Ebenherzpakt und der Altmeri-Bund. Ja. Genau, und der Altmeri-Bund ist jetzt ja auch aus Skyrim wieder sehr bekannt. Und ja, habe ich jetzt, muss ich ehrlich sagen, um nochmal auf den GameStar-Artikel zurückzukommen, ein bisschen vermisst, weil klar haben sie geschrieben, es gibt diese Bünde, aber konnte dem Titel jetzt gerade überhaupt nicht entnehmen, ob man sich als Spieler jetzt dann später dieser drei Fraktionen anschließt und dann gegen die anderen kämpft oder also so, also dafür, dass der Trailer so wahnsinnig auf diese Fraktion fixiert war, ging es jetzt in dem Artikel eigentlich irgendwie gar nicht darum. Ich Da denke, kann ich, da ja. weiß, da weiß ich, da, da weiß ich jetzt gar nicht, wiefern das Spiel sich in die Richtung noch entwickeln wird. Nee, das weiß ich auch nicht. Es hat sicherlich damit zu tun, weil sie halt wahrscheinlich von der Story selber nicht allzu viel mitgekriegt haben oder mitkriegen durften. Sie durften ja auch nicht von Anfang an spielen, haben sie ja geschrieben, sondern halt haben irgendwann eingesetzt. Und ich denke mal, dafür haben sie auch einfach nicht lange genug spielen können. Gerade bei so Online-Spielen ist es ja auch oft so, dass dann in so einem Cinematic-Trailer, der dann immer als allererstes rauskommt, um halt anzufüttern, wird halt dann über den Haupt-Story-Konflikt gesprochen oder wird das halt dargestellt, ist war bei Blizzard auch immer schon so. Zumindest bei World of Warcraft. Und wenn man dann angefangen hat mit dem Spiel wirklich, hat man davon erstmal gar nichts mitbekommen. Das war dann erst wirklich, je weiter man halt Richtung Endgame in Anführungszeichen kam, desto eher wurde einem dann klar, was dieser Cinematic-Trailer eigentlich mit dem Spiel zu tun hat. Und vielleicht ist das auch hier wieder so, dass man halt wirklich erst sehr, sehr lange spielen muss, um da hinzukommen. Aber interessieren würde mich das auch, also wie das dann wirklich ist, ob man dann sich einer Fraktion anschließt oder ob das eine spielerübergreifende Geschichte dann ist, die für jeden stattfindet, ob das mit Events zu tun hat, ne? Echtzeit-Events, die dann irgendwie laufen über ein Wochenende oder so. Was sie da sich vorstellen, ist ja auch die Frage, kann man ja mit Online-Spielen auch sehr viel machen. Und ja, das wird sicherlich sehr interessant. Genau, ja, also storytechnisch ging es jetzt im Artikel ja eher um den Daedra-Fürsten Molag Bal, welchen ja man wieder auch aus Oblivion und aus Skyrim kennt. Ja, ganz genau. Und möglicherweise auch aus Morrowind, aber da kann ich jetzt, das weiß ich jetzt wieder nicht. Auf jeden Fall hat er in Oblivion und in Skyrim Auftritte gehabt und jetzt eben. Also es scheint ja wirklich, also dem Artikel nach zu urteilen, als wäre Molag Bal irgendwie die Hauptstory. Ja, vielleicht ist das auch im kleinen Rahmen so. Also deswegen habe ich das ja, also das mal wollte ich eben damit so ein bisschen ausdrücken, dass es vielleicht für den Einzelspieler eben eher um diese Bekämpfung von Molag Bal geht und übergreifend dann eben dieser politische Konflikt auch so ein bisschen oder weil eben diese drei Fraktionen aufeinandertreffen, um Molag Bal zu bekämpfen oder so, dass das halt vielleicht so ein bisschen zwei Handlungen hat, einmal eben die Tja, das. Mikrohandlung, Mikro aus dem Mikrologisch, nein, weiß schon, Solange du Mikro jetzt nicht Mikro. Makro. Ja, solange du jetzt nicht mikrobiologisch sagst oder sowas. Um Gottes Willen. Um Bakterien geht's hoffentlich nicht. Nein, Ja, genau. Ja, weißt du doch, ne? Molag Bal, das ist so ein fieser Bacillus, der dich genau. krank macht und so. Ach, Super. schön. Ja. Nee, finde ich aber übrigens generell, habe ich vorgestern erst mit jemandem drüber gesprochen, ja, dass es halt immer wieder um diese Dämonenfürsten geht, um die Daedra-Fürsten und überhaupt um die Daedra. Und das finde ich, das gibt einfach dieser ganzen Geschichte so einen tollen, richtig schönen, düsteren Touch, wie man das halt in vielen anderen Welten. Also Fantasy-Welten ja nicht so hat. Wobei jetzt zum Beispiel Herr der Ringe ja auch, also das ist ja auch alles also sehr, sehr düster teilweise. Oh ja. Aber das finde ich bei Elder Scrolls so schön, dass das halt irgendwie
nicht immer nur dieses bunte, ach guck mal Elfen und ach guck mal hier und da und so, sondern auch die Elfen sind da in Elder Scrolls eher so teilweise relativ düstere Völker und ja, gerade die Dunkelelfen, die gehen schon ab, also ja. Also das ist alles auch relativ brutal, die Geschichte, und man trifft auch immer wieder mal auf Sachen, wo man echt, wenn man mal die Bücher liest, und ich habe mir jetzt übrigens auch mal einen Elder Scrolls Roman gekauft. Okay, das habe ich noch nicht auf meiner Liste, aber interessant. Ja, gut. Da wollte ich auch mal reinschauen, wie das so erzählt wird, und das war auch, also das Spiel, der Roman, der spielt zwischen, das ist quasi so eine Brücke, so eine erzählerische Brücke zwischen Oblivion und Skyrim. Ah, wie cool. Ja. Und da geht es auch wieder um einen Dämonenfürsten, um einen Daedra-Fürsten und, ich sag mal, Dämonenfürst. Und da, also da wird auch, wie das erzählt ist, eindeutig erwachsenes Publikum, sehr, sehr brutal, sehr düster, verrucht und ja, es geht da viel um Seelenpein und Versklavung von Seelen und das ist schon interessant. Wird finde ich, in vielen anderen Welten nicht so sehr thematisiert. Auch, ja, also, ja, der Pakt mit dem Bösen oder mit dem Dunklen und ja. Aber auch gerade, wenn es um Daedra-Fürsten geht, ist Oblivion ja dann das Spiel schlechthin, denn da sind die ja wirklich Bestandteil der Haupthandlung. Ja. Da geht es ja im Grunde genommen, dass sich die Tore zu Oblivion, dem Reich der Daedra-Fürsten, eben öffnen. Ja. Und bei Skyrim wiederum waren die Daedra jetzt eher Nebenquests. Also in der Hauptbehandlung, ja, in der Haupthandlung haben sie eigentlich keine bedeutsame Rolle, aber du hast halt eben diese optionalen Daedra-Quests, die du machen kannst, um in diese einzigartigen Gegenstände zu kommen, was ja in Oblivion auch schon ging. Ja. Aber die Daedra-Quests kann man eigentlich auch, finde ich, nur empfehlen. Also sie sind teilweise echt brutal. Die Daedra-Quests fand ich dann auch, musste ich auch manchmal ein bisschen schlucken, wenn du dann da so einen wimmernden Menschen da vor dir hast und den umbringen sollst für den Daedra oder was auch immer sowas. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, um das zu spoilern, aber da gibt es schon Abgründe, die sich da teilweise auftun, wenn man sich da mit so einem verbündet. Und das ist, finde ich aber sehr, sehr interessant und ja, finde ich auch ein bisschen schade, dass das, was heißt schade, aber die Skyrim-Hauptgeschichte ist ja da eher ein bisschen, geht ja da in eine ganz andere Richtung mit den Drachen und so und, natürlich, ja. Ja, das ist, wobei es eigentlich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, gar nicht schlecht ist, weil wenn Oblivion schon davon handelte, ist ja eigentlich gar nicht schlecht, wenn sie da mal die andere Seite beleuchten. Ne? Da muss einfach die Abwechslung. Ja. Klar, natürlich, war auch richtig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich Oblivion gespielt habe, habe ich immer wieder gedacht, ach schade, warum haben sie keine Drachen im Spiel? Ne? Weil in großen Fantasy-Rollenspielen tauchen Drachen eigentlich irgendwie immer auf und sie gehören ein Stück weit, gehören sie zu Fantasy, doch gehören sie ein Stück weit dazu. Ich habe es bei Oblivion ein bisschen vermisst und bei Skyrim wird das halt wieder voll bedient. Ja. Und das stimmt. Ja, es ist. Aber das ist eben das Schöne. Das ist wirklich das Schöne einfach an Elder Scrolls, dass einfach die Lore so viel bietet, dass du so viele unterschiedliche Geschichten erzählen kannst. Das schaffen viele andere Welten einfach mal nicht. Nö. Und ja, dadurch, das ist natürlich, weil dadurch ist es natürlich auch eine extrem komplexe und vielschichtige Welt. Und ich denke mal, von der Größe her kann die Geschichte das schon mit einigem aufnehmen. Also von der Größe und dem Detailreichtum her, was da so alles für Fraktionen mitspielen und die politischen Probleme und auch die alleine der Zeitstrahl ist schon beeindruckend. Ich habe da auch immer noch Probleme, da durchzublicken. Also gerade diese komischen Bezeichnungen vor den ganzen Zeitaltern und so. Oh, da habe ich Probleme, muss ich zugeben. Ich auch. Genau. Was ich noch interessant fand im Artikel, und damit kommen wir wieder zu einem unserer gemeinsamen Lieblingsthemen zurück, Synchronisation. Mhm. Ungewöhnlich für ein Rollenspiel bei Elder Scrolls Online, tatsächlich jeder Dialog vertont. Oh ja. Das ist saugeil. Ja.
Und angeblich, auch wie sie geschrieben haben, sehr, sehr gut. Wobei sie wahrscheinlich die englische Version gespielt haben, oder? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich. Also ich hoffe sehr, dass das dann auch für die Deutsche gilt, weil das muss man ja nun auch wieder sagen, für gute Synchronisation war Elder Scrolls leider nie berühmt. Nee. Also bei Oblivion, ja, wie komme ich, wie kläre ich das am besten? Bei Oblivion war die Synchro wirklich, muss ich sagen, doch ziemlich schlecht. Und zwar zum großen Teil. Auch dadurch wieder ganz massiv dieses Problem mit der unterschiedlichen Aussprache verschiedener Orte und Personen. Zum Teil so bescheuert, dass dir kaum auffällt, dass es jetzt gerade um dieselbe Sache geht, wenn du die Untertitel jetzt nicht drin hast. Da war die Qualität der Sprecher in Skyrim schon deutlich besser. Ja. Aber es waren viel zu wenig und du hast diese ständigen Wiederholungen, die dir dann echt auf den Sack gehen. Also man hat ja Ralof von Flusswald, dieser Mann, der ist also die erste Person, die in Skyrim faktisch spricht, ne, wenn man einfach das Spiel startet, ja. Die Stimme, diese Männerstimme, die man dann hört, die geht ja in Skyrim bei Ralof, sie passt noch wunderbar und du denkst einfach, diese ganze Anfangssequenz von Skyrim ist auch wieder schön inszeniert mit dieser Kutschfahrt und allem. Und man denkt sich einfach, yay und boah, geil und ja. Und dann gehst du ein paar Schritte und hörst wieder an Ralof. Ja. Es ist eine andere Person, aber es ist dieselbe Stimme. Und dann triffst du auf einen Banditen. Und es ist wieder die Ralof-Stimme. Ja. Und es ist mit einer der Stimmen, die mir am schnellsten auf den Sack gegangen sind, weil sie so häufig vorkommt. Ja, also das finde ich auch so schade, dass sie da, ich weiß nicht, also klar, bei so einer riesigen Masse an vertonten Dialogen ist das, Monologen besser gesagt, weil die Hauptfigur ist ja auch nicht vertont. Auch ein großer Kritikpunkt in vielen Zeitschriften gewesen und auch in vielen, vielen Tests gewesen. Da hab ich auch nicht verstanden, warum sie da die Community eigentlich nicht so wirklich mit einbezogen haben. Denn, wie schon gesagt, wie vorhin erwähnt, ne, das ShareSoft-Portal eben mit als Hauptverantwortliche einfach für die Übertragung ins Deutsche, jetzt halt für Texte. Aber warum man da jetzt nicht auch in der Community auf Sprecher zurückgegriffen hat, weil es gibt eben so viele Mods, gab es jetzt da eben bei Oblivion, wo sich die Community wirklich so wunderbar beweisen konnte, was sie auch eben sprechertechnisch drauf hat. Ja. Und tja. Ich sag mal, ne, also ich hätte mich auch sehr über eine Anfrage gefreut, ob ich nicht vielleicht bei Skyrim sprechen möchte. Aber gut, ja, nee. Keine Ahnung, das wäre, und vielleicht tun sie es ja bei Elder Scrolls Online, wobei es natürlich halt, ja gut, aber da ist wahrscheinlich einfach, der Aufwand ist zu groß, weil du kannst natürlich, du musst eine technische Qualität schon halten, das heißt, die ganzen Leute müssten dann eben in das entsprechende Tonstudio reisen und dann natürlich auch bezahlt werden und ja, okay, ich sehe natürlich, dass es denn ein zeitlicher Faktor ist, der die Sache irgendwie schwierig macht. Aber ich hoffe sehr, dass jetzt für Elder Scrolls Online da einfach mal wirklich es müssen ja keine hochkarätigen Vollprofis sein, aber bitte, bitte, bitte einfach mal mindestens die 3, 4, 5 oder 6-fache Menge an Sprechern, wie es bei Skyrim war. Sehe ich auch so. Also es ist gefühlt sind das ja eine Handvoll Stimmen, die du da hörst und auch bei den Frauen, da fällt es nicht so sehr auf, vielleicht weil es nicht so viele Frauenstimmen gibt oder weil die einfach nicht so prägnant sind, aber es ist halt irgendwie, markant meine ich, das ist irgendwie auch die Begleiter, ne? Das ist halt das, was du schon meintest, das ist, man läuft mit Lydia rum und dann läufst du mit einer anderen Begleiterin rum und es ist dieselbe Stimme und du weißt immer gar nicht mehr, wen habe ich da eigentlich dabei und oh, ätzend, also ich finde das auch so schade und es ist auch einer der Gründe, warum viele das Spiel halt lieber auf Englisch spielen, weil es da ein paar mehr Stimmen sind. Und ich denke mal, die haben einfach
das wollten einfach nicht so viel Geld in die Lokalisierung stecken, weil sie das ja doch in sehr viele Sprachen übersetzt haben und das wahrscheinlich dann einfach eine zu große Masse an Text war. Was war dann wurde dann vielleicht auch zu teuer oder zu zeitaufwendig und dann haben sie sich da auf die paar Leute da beschränkt. Aber ich hoffe auch, dass sie das nicht nochmal machen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ganz genau. Ja. Gut. Ich. Keine Ahnung. Ja. Also, ja, ne? So auf den ersten Blick fällt mir jetzt, also bin ich jetzt fast durch mit den Themen, die ich jetzt ansprechen wollte. Ich denke auch, man weiß dann aktuell doch noch zu wenig, um tatsächlich richtig viel über das Spiel zu reden. Also genau. Sicherlich, wenn es dann draußen wird und dein Format Gaming-Frühstück dann noch existiert, was ich wirklich hoffe, weil ich finde, muss ich ganz ehrlich sagen, dieses Konzept total genial und ich freue mich sehr, dass ich jetzt bei diesen zwei Episoden hier dabei sein durfte. Ja. Und wenn das dann draußen ist, dann wirst du dir sicherlich möglicherweise einen Gast suchen, mit dem du dann auch nochmal dann wirklich über das Spiel reden kannst, so wie es dann geworden ist. Ja, definitiv. Also das finde ich dann auch, also wird riesig interessant. Ich werde mich auch wahrscheinlich auch sehr viele Stunden damit beschäftigen, mit dem Spiel. Und ja. Das wird durchaus alles, ich weiß gar nicht, es soll noch 2013 erscheinen. Ich weiß nicht, ob sie das einhalten können. Ich bin gespannt. Ja, bin ich auch. Bin ich wirklich sehr gespannt. Und ich denke, diese Episode werde ich mir dann angucken und dann, je nachdem. Wie schon gesagt, ich habe ja gesagt, bevor ich es mir kaufe, werde ich mir die Meinungen anderer anhören und lesen, was die Magazine so dazu sagen. Und vielleicht wird ja dann auch diese entsprechende Folge Gaming-Frühstück für mich eine Referenz und mit ein Punkt sein, ob ich es mir dann kaufe oder nicht. Mal schauen. Ja, alles klar. Und vielleicht auch für manch andere Leute. Wunderbar. Ich würde sagen, wenn du nichts mehr hast. Nö, also das Einzige, was mir dann halt noch einfällt, ist einfach so eben wieder als, also nicht zu Elder Scrolls Online, sondern Elder Scrolls im Allgemeinen, Modding, Community etc. Aber da haben wir auch schon viel drüber gesprochen. Ich denke, das müssen wir jetzt nicht mehr, den Lappen müssen wir nicht weiter auspressen. Da haben wir jetzt ja schon viel drüber geredet. Ja, vor allen Dingen, weil ich kann da auch nicht so viel drüber sagen. Ich habe halt nur mich in Skyrim mit Modding beschäftigt und weiß da halt auch nicht, wer da irgendwas gemacht hat. Ich kenne da auch niemanden und das ist, da könnte ich jetzt halt, da müsstest du jetzt halt reden, da könnte ich jetzt nicht viel drüber sagen. Nö, aber zum anderen haben wir jetzt ja auch wieder die obligatorische Stunde, haben wir jetzt wieder auch. Von daher, nein. Also von mir aus denke ich, war's das. Gut. Ja, ich möchte euch ermutigen, auf jeden Fall schön in den Kommentaren aktiv zu werden. Werdet ihr sicherlich, ich brauche euch da, glaube ich, nicht mal auffordern. Das war ja letztes Mal auch der Hammer, wie viele Kommentare da kamen. Vorletztes Mal meine ich. Letztes Mal weiß ich ja noch nicht. Und ich hoffe, dass das auch weitergeführt wird, dass wir euch da viel, viel Diskussionsstoff bieten. Von mir aus auch gerne Kontroversen in den Kommentaren, gerne andere Meinungen, Skepsis, alles. Eben, wie schon gesagt, ich selber habe ja in deiner ersten Episode durchaus einige Kritikpunkte gehabt in den Kommentaren und ein bisschen Kontra geboten gegenüber Hose, was aber jetzt nicht heißen soll, dass man das bei mir nicht auch machen ganz darf. Ganz genau. Und bei mir. Selbstverständlich. Ganz genau. So soll es ja sein. Es soll ja Gesprächsstoff bieten und Diskussionsstoff. Und es ist ja eigentlich nur ein kleiner Anstoß auch für euch, da euch mit dem Thema nochmal genauer mit zu beschäftigen. Und ja. Genau. Ja. Alles klar. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du dabei warst. Ich bedanke mich, dass ich dabei sein durfte. Ja, war auf jeden Fall wieder ein sehr schönes, interessantes Gespräch. Und ich finde es einfach toll, wie gut wir einfach miteinander reden können. Kommt auch wieder hier, kam das wieder schön gut, so ohne irgendwelche. Ich finde, das ist einfach super. Das harmoniert aber auch. Also das liegt auch daran, wir haben wenig unterschiedliche Meinungen, was sowas angeht. Also dass man da jetzt wirklich rumdiskutieren müsste. Oder ich meine, ich habe selten sagen, muss selten sagen, nee, das sehe ich jetzt ganz anders oder so. Also das ist
Ist das schon, stimmt, schon, ja. Schon nicht schlecht. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, ja, eben in der ersten Episode und jetzt eben auch in dieser hier. Ja, mir auch. Alles klar, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Hoffe, euch hat auch diese Episode wieder gefallen. Auch gerne Verbesserungsvorschläge sind immer gesehen und Themenvorschläge, alles immer schön, her damit. Und ja, dann würde ich mal sagen, macht's gut, ne? Macht's gut. Tschüss.